E-Mobility-Konferenz ist die Leitveranstaltung zum Thema Elektromobilität hier in Deutschland. Gemeinsam mit einer Vielzahl von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Politik, Wissenschaft und Industrie diskutieren wir die neuesten Trends hier in Bad Vilbel für Deutschland. Die VDE Mobility-Konferenz ist dabei nicht nur eine einfache Konferenz, sondern sie ist im Prinzip eine Netzwerker-Plattform, um gemeinsam mit den Akteuren, mit den Referenten, den Ausstellern, unseren Sponsoren zusammen genau diese Highlight-Themen, die diskutiert werden, auch nochmal aufzugreifen und auch für die Gesellschaft nutzbar zu machen. Wir beschäftigen uns mit den Rahmenbedingungen der Politik, aber auch mit Batterie, Ladeinfrastruktur, erstmalig auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, das ganz wichtig ist in der gesamten E-Mobilität. Wir befassen uns mit neuen Mobilitätsansätzen der Zukunft und natürlich auch mit dem Arbeitsmarkt. Und alle diese Themen bündeln wir gemeinsam auf unserer Konferenz. Ich nehme deshalb teil, weil es mir immer wieder Freude macht, andere Perspektiven zu bekommen, besonders auch von Zulieferern, von Projektpartnern, aber auch von der Industrie als solches. Wir haben heute zum Beispiel auch Vorträge der Energiewirtschaft gehört, die von Bedeutung sind, Input von der Politik, und ich glaube, dieses Forum dient, alle zusammenzubringen. Wichtig ist, dass wir Klarheit haben, was die Fördermechanismen angeht und was die politischen Rahmenbedingungen angeht, damit wir möglichst schnell die Verkehrswende und damit die Energiewende voranbringen können. Ich bin hier auf der E-Mobility-Konferenz, um über das Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle zu sprechen, das unweigerlich auch mit zur E-Mobilität gehört. Ja, in der diesjährigen VDE E-Mobility-Konferenz haben wir deutlich wahrgenommen und gesehen, dass sowohl die OEMs als auch die Zulieferer als auch entsprechende Infrastruktur sich deutlich weiterentwickeln und nach vorne ausrichten, um entsprechenden Fortschritt für die E-Mobilität in Deutschland zu erreichen. Wir im Kfz-Gewerbe sind natürlich auch sehr auf Talente angewiesen. Deswegen ist es so wichtig, ihnen zu zeigen, was so spannend in unseren Berufen ist und dass wir uns dann auch, wenn sie da sind, gut um sie kümmern und sie in unseren Unternehmen, in den Betrieben halten. Für mich als Student war es super, hier erste Erfahrungen in der Elektromobilitätsbranche zu sammeln und Eindrücke mitzunehmen, wie die Branche und die staatlichen Organisationen zusammenarbeiten, um an der Zukunft der E-Mobilität zu arbeiten. Wir müssen zurückkommen zur Fragestellung, warum wir E-Mobility betreiben, nämlich um eine CO2-Neutralität der Gesellschaft realisieren zu können. Und wir dürfen nicht wieder in alte Fahrwasser zurückfallen nach dem Motto schneller, breiter, höher, sondern wir müssen wirklich das Thema Neutralität im CO2-Footprint realisieren. Es war für uns wirklich eine Freude zu sehen, dass verschiedene Stakeholder der gesamten Wertschöpfungskette da waren und auch innovative Recyclingunternehmen wie wir, die als Start-up mit den etablierten Konzernen gemeinsam überlegen, wie können wir die Wertschöpfungskette nachhaltiger gestalten, wie können wir unseren Beitrag dazu leisten und vor allen Dingen, wie kriegen wir das gemeinsam hin. Die VDE Mobility Konferenz hat einige Herausforderungen aufgezeigt, aber auch Lösungsansätze. Jetzt gilt es natürlich für uns als VDE Technologieorganisation, wie auch für alle Referenten, wo letztendlich die Unternehmen dahinter stehen, diese Impulse aufzugreifen und die Mobilität der Zukunft weiter zu gestalten.